Jo, meine Freunde, Farid am Start. Heute gibt es ein schönes Stoßdämpfer-Video bei dem 1er. Müssen E88 sein. E87 Viertürer, ich glaube E88 müssen die Dreitürer sein. Auf jeden Fall, kennt ihr das Problem? E90 oder 1er, die Baureihe, die haben immer das Problem, dass die Stoßdämpfer, du kriegst die Feder nicht so weit gespannt, dass du halt den Dämpfer da, den Sturmlager anschrauben kannst und wir werden. Sorry für meine Erklärung. Ich werde es euch gleich nochmal zeigen, wenn ich Stoßdämpfer und alles vor mir habe. Dann kann ich euch genau erläutern, was genau das Problem ist, dass man halt beim Wechsel hier öfters Probleme hat, weil halt mit einem normalen Federspanner du das nicht so weit vorgespannt kriegst, sodass du da die Schraube vom Domlager angesetzt kriegst. Genau, ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal die Stoßdämpfer aus und dann zeige ich euch die Problematik. Den alten Dämpfer brauchen wir nicht mehr. Die hier unter die Schuhe jetzt machen, so. Das wäre cool. Ist da eine neue Gummiunterlage dabei? Es ist alles neu. Alles. Warte mal. Hol dir mal hier. Ich hole. Knack. Ob es schon zu früh ist, Rente zu beantragen? Mitte 30? Eigentlich nicht. Mitte 30. Der Gerät schläft nicht. Der Gerät ist vor dem Chef im Geschäft und schneidet Döner schweißfrei. Der Gerät macht auch keine Pause. Und er ist der Gerät. Nee, du machst irgendeine Scheiße. Er macht die Dönerschneidemaschine. Ja. Hier, das ist der Gerät. Meine neue Erfindung ist der Gerät. Kostet zwar ein bisschen viel, aber der Gerät arbeitet halt immer. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein. Der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft und schneidet schweißfrei. Beste Investition, der Gerät. Ich glaube, ein Gerät kostet 14.000, habe ich schon gesehen. Wie viel? 14. Echt? Ich habe eine Doku gesehen über ihn. Der macht 2 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Viel. Der hat noch ein paar andere Imbissgeräte. Der hat, keine Ahnung, 2-3 Mitarbeiter oder noch mehr, weiß ich nicht. Und alles deutsche Handarbeit. Deutsche Handarbeit. Ja, alles made in Germany. Ernsthaft? Hast du gerade deutsche Handarbeit? Deutsche Wertarbeit, sorry. El Fedro. Spanisch für Feder, El Fedro. Ja, überleg mal, die musst du so weit spannen, dass du die Dummlage gleich raufkriegst. Gib mal die Teller. El Telros heißt. El Tello. Alberto! Ja. Was heißt Teller auf Spanisch? Plato. Plato. Gib mal Plato. Ich versuche mal das Ding so mittig wie es geht hinzustellen. Ich sag dir ehrlich, ich hab ein bisschen. Warte mal. Ach, du scheiß dir nicht ins Hemd. Ich hab da immer Schiss vor, Mann. Guck dir das mal an. Guck mal. Na, da kriegst du halt ein neues Passbild für dein Perso. Inklusive neue Zähne. Und ein neues Augenlicht oder so. Keine Ahnung, was du noch alles brauchst. Also die Federn, die. Du bist viel zu zimperlich. Dafür habe ich ja den Gerät. Achso. Wir müssen irgendwas raufmalen. So, irgendwie so, warte, ich hol uns was. Und dann musst du irgendwie so ein. Zwei Löcher, Digga, dann guckst du durch. Deswegen knickt er vielleicht weg. Nein, das ist so schlecht. Drei Stunden später. Ich gucke hier, aber wie kann man das machen? Guck mal, du musst bald alles selber machen, also mit dem. Ja, verzweifelt doch jetzt schon. Ich sag nur Automatik und sieh mal. Mal langziehen und schnipsen lassen. Sie. Sie. Sie, Marika. Kennt ihr eigentlich schon Alberto seinen Song? Platz 1 in den spanischen Charts. Wir können ja mal kurz ein Lied anmachen. Sie, Marika. Sie, Marika. Ja. Hast du schon mal gemacht? Ja, genau so wie ich den habe. Ja, so habe ich auch gemacht. Ja, funktioniert. Ja, so geht's. Digga, guck mal, was die Feder für eine Drehung macht in sich. Die Haut.
Mach mal weiter. Hä? Hast du gefehlt? Ah, Katastrophe. Vorsicht, du bist so ein richtig gehässiger. Deine Hände raus. Ich mach gleich meine Hände ganz woanders hin, mein Freund. Was machst du mit der hier? Stütze noch. Aber auf jeden Fall, das mit dem normalen Federspanner kannst du vergessen. Ich sag euch ehrlich, man muss erstmal Vertrauen aufbauen noch zu diesem Gerät hier. Das sieht am Anfang, das sieht ein bisschen schief aus, aber gleich wird es. Gleich werde ich das hier rausheben, das ist wieder gerade alles. So, wir haben es so im Lager jetzt festgemacht. Jetzt kann so richtig fettige Scheiben, ne? Ja genau, dass die Scheiben hier dran sind. Ne? Einmal hier Staubschutz und einmal die Unterlegscheibe. Ne? Staubschutz fürs Domlager. Für hier unten, ne? Fürs Kugellager hier. Kommt so Staubschutz davor und dann kommt noch die andere Scheibe. Und dann gibt es auch keine knarzenden Geräusche. Sitzt, wackelt und hat Luft. Das haben wir vergessen. 4 Stunden später. Nein! Machen wir wieder nochmal. Was habt ihr vergessen? Der Schutz hier. Mann, ich komme. Ich sag euch, uns passieren auch Fehler, ne? Gerade auf dem Freitag, alle sind schon im Kopf am Wochenende. Ich nicht. Ich bin voll mit dem Kopf bei der Arbeit, wie man sieht. Und jetzt wieder die Scheiße spannen, Alter. Ach, funktioniert. Ich war schon happy, dass das alles ist. Ich hasse Dämpfer, Fahrwerk, Federn. Das ist gar nicht meins. Ich bin schon am Wochenende. Fari zeigt euch heute mal, wie es nicht funktioniert. Gerade ziehen. So. Sieht gut aus. Wichtig ist immer, dass hier in Führung sitzt, ne? Und hier unten in Führung. Jetzt Nummer 2. Nee, der ist komplett nass. Ja? Der ist schon komplett nass. Hier ist das ganze Öl schon raus aus dem Dämpfer. Der ist richtig durch hier. Man tauscht hier auf jeden Fall immer paarweise, ne? Also achsenweise. Nicht einzelne Dämpfer, immer gleich die ganze Achse machen. Ne? Also, ja, wir müssen noch erstmal die Scheiße hier rausholen. Schon mal mit dem Lappen lang wischen, ne? Mit dem Lappen? Guck mal, Alberto. Mal ein bisschen das Öl hier wegmachen. Tipp top. Guck, die ist nicht ganz gerade, ne? Wenn man die so. Man sieht, dass die so ein bisschen. So sieht man es gut, ne? So. Die ist halt so ein bisschen gebogen, so, ne? Wie eine Banane. Nee, wir hatten die noch höher, oder? Kollege, das reicht nicht. Guck mal, wie kurz ist es uns. Das wird nicht reichen. Ja, ist ja gut. Wie lange hatten wir dafür gebraucht? Ja, überleg mal beim letzten Mal. Mit 2 Federspanner und keine Ahnung, Kabelbinder und Spanngurte. Was wir hier alles für Experimente gemacht haben, Alter. Was? So was machen wir nicht. Spanngurte? Was ist das denn, ja? Er hat Ohren von seinem eigenen Zahn. Er hat Ohren von seinem Inner. Tick-Tick-Tock. So, andere Seite oder was? Heute, Marika, heute! Sie, Marika. Macht eigentlich Spaß, zum zweiten Mal das Getriebe auszubauen? Ja. Was dauert denn da eigentlich so lange? Das ist ein Schalter und ein Vierzylinder. Naja, wenn du mal Fehler musst, musst du wieder reparieren. Ja, ich vor allem. Wer hat das kaputte Ausrücklager eingebaut? War ich, ja. Wenn einer nicht weiß, was er da gerade macht, könnte man denken, er hätte einfach einen Knall. Sein Schmuck ist auch sehr schön.
Wie bitte? Mach mal ran, die Muttern. Was ist mein Mutter? Mutter, habe ich gesagt, Mutter. Er hat einfach reingebissen, ja. Okay. So, Auto hoch. Anhören, ja? Er verbaut die Kupplung falsch rum, die Kupplung! Falsch rum verbaut er sie. Egal, trotzdem. Ich bin eine Human, ich bin eine Human. Trotzdem. Alle Human. Trotzdem bin ich Marika, was soll das? Und sowas muss ich mir hier geben. Kämpf doch. Kati schön. Ja, ich bin auch dafür, dass Kati schuld ist. Kati ist schuld. Ali hat mir 1000 Mal gesagt. Ach, Ali ist schuld. Ja, Ali auch schuld. Ja, Kati ist schuld und Ali ist schuld. Immer keine Konzentration hier. Dominikanische Brüder machen meine Weststadt. Alle raus. Frau, alle raus. Willst du alleine arbeiten, ne? Ich bin eine Human, ich bin eine Human. Ich bin eine Human. Darf nicht passieren, aber es passiert. Wie ist denn der Probefahrt? Also wir achten jetzt darauf, ob das Lenkrad gerade steht, ob irgendwas klappert, ob irgendwas unnormal ist. Lenkrad ist gerade, fährt auch gerade. Tipptopp. So eine kleine Probefahrt, um zu gucken, ob das okay ist. Ja. Es klappert nichts, er fährt wunderbar, federt ganz normal. Ich würde sagen, Reparatur war erfolgreich, also was heißt erfolgreich, ja. Wir haben jetzt nur die Stoßdämpfer getauscht, war jetzt nichts Großes, aber trotzdem ein wichtiges Bauteil im Kfz. Und ohne unseren neuen Federspanner hätten wir das auch nicht so easy hinbekommen. Ja, genau, ich würde sagen, das war's mit dem Video, ich bin raus, peace.